Brandenburg. Wir sehen, dass es die Menschen interessiert, wie wird in ihrem jeweiligen Bundesland weiterregiert, wer bleibt Ministerpräsident, wer wird Ministerpräsident. Und ich glaube, wir haben eine sehr gute Ausgangssituation mit Michael Kretschmer hier in Sachsen, bei dem auch bei den Wahlkampfterminen vor Ort sehr deutlich zu spüren ist, dass die Leute ihm vertrauen und dass sie möchten, dass er seine Arbeit fortsetzen kann. Und in Brandenburg ist allerorten zu spüren, es gibt eine Wechselstimmung, die Menschen wollen eine andere Regierung und wir haben als CDU und mit Ingo Senftleben dort ein richtig gutes und überzeugendes alternatives Angebot. Wir haben uns unter dem Motto Vertrauen in die Zukunft mit zwei Aspekten von Vertrauen befasst, gestern Abend insbesondere mit dem Thema Sicherheit, heute Morgen insbesondere mit dem Thema Wirtschaft. Beim Thema Sicherheit in der Diskussion mit zwei Experten, mit dem Vizepräsidenten des Bundeskriminalamtes und einem Polizisten hier aus Sachsen, aus der Bereitschaftspolizei, der aus seinem Alltag geschildert hat, haben wir insbesondere noch einmal feststellen können, dass wir auf der einen Seite auch objektiv feststellbar zurückgehende Kriminalität haben. Das zeigt sich in den Statistiken. Und trotzdem auf der anderen Seite ein nach wie vor vorhandenes oder zum Teil auch gestiegenes Unsicherheitsgefühl. Und wir haben gestern auch lange darüber diskutiert, wie man damit umgeht. Wir haben insbesondere gesprochen auch über die steigende Aggressivität gegenüber denjenigen, die in einer besonderen Art und Weise für diesen Staat ihren Dienst verrichten, etwa den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, haben aber auch über die Frage gesprochen, ob neue Kriminalitätsformen, etwa die Tatsache, dass das Darknet zunehmend zur Plattform wird, etwa für Waffenhandel oder für Drogenhandel, ob wir dafür genügend gerüstet sind, die Sicherheitsbehörden oder auch rechtlich gesehen. Das werden sicherlich Themen sein, die wir weiter vorantreiben und mit denen wir uns weiter beschäftigen werden. Heute ging es im Gespräch, im Dialog mit Dr. Michael Hüther und mit Herrn Kräs von GK Software hier aus Sachsen, aus dem Vogtland, um die Frage, wo stehen wir zurzeit am Wirtschaftsstandort Deutschland? Was sind die Herausforderungen für die Zukunft? Sie wissen, dass Dr. Hüther ja einen Deutschlandplan auch vorgeschlagen hat. Und wir haben sehr, sehr intensiv über Rahmenbedingungen, über Dynamik auch gesprochen. Und ich kann heute auch noch mal sagen, auch nach dieser Diskussion war es einhellige Meinung der beiden Präsidien, dass wir ganz klar daran festhalten, dass die schwarze Null als Ausdruck einer finanzpolitischen Solidität ein für uns unabdingbares Prinzip ist, ein Prinzip, das uns trägt und von dem wir auch nicht abweichen wollen. Dass wir aber auch sehen, wie wir Dynamik entwickeln müssen. Das ist nicht nur eine Frage von Geld, das ist vor allen Dingen auch eine Frage von Schnelligkeit, von Dynamik, also von der Frage, wie viel Bürokratie gibt es oder wie wenig, wie schnell gehen Planungsverfahren, wie lange dauert das, wie schnell gehen Genehmigungen. Und das ist ein Thema, mit dem wir uns auch in den nächsten Monaten sehr vertieft und sehr intensiv befassen werden, weil es darüber entscheidet, nicht nur, ob es eine kleine Konjunktureintrübung gibt, sondern darüber entscheidet, ob die Strukturen, die die deutsche Wirtschaft, das deutsche Erfolgsmodell tragen, ob diese Strukturen in den Zeiten von Digitalisierung, von zunehmenden internationalen Spannungen, von veränderten Geschäftsmodellen eben auch noch tragen können. Wir werden das als Parteien sicherlich intensiv diskutieren, aber genauso in entsprechender intensiver Abstimmung mit den Mitgliedern, die wir im Wirtschafts-, im Innovations-, im Forschungs- und im Investitionsbereich eben in der Bundesregierung auch stellen. Es macht ganz deutlich, wir sind diejenigen, die sich um die großen Fragen dieses Landes kümmern. Wir haben heute einen guten Auftakt dazu genommen, auch deutlich gemacht, dass das die Themen sind, die auch die Menschen in der Region, hier in Sachsen, aber auch in Brandenburg beschäftigen. Und deswegen darf ich mich nochmals bei allen ganz herzlich bedanken, insbesondere bei Markus Söder, dass wir diese Klausurtagung gemeinsam durchführen konnten und insbesondere bei Michael Kretschmer auch für die Gastfreundschaft hier in Sachsen und hier in Dresden. Vielen Dank, Herr Söder, bitte. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war jetzt eine Präsidiumssitzung, die
Die erste war nach der letzten, die war irgendwann, ich glaube, am 5. Februar 2017 gemeinsam. Galt damals noch als große Versöhnungspräsidiumssitzung. Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht daran an die legendäre Pressekonferenz danach. Heute kann man eines sagen, wir haben gestern und heute Hand in Hand gearbeitet und mussten keine emotionalen Aufräumarbeiten machen, sondern wir hatten einen Blick voraus in die Zukunft. Und deswegen zunächst einmal dafür danke. Ich sage das jetzt ausdrücklich, weil ja immer viele Diskussionen wandern gibt. Das, was in den letzten Monaten an gemeinsamer Arbeit und gemeinsamer Zusammenbringen von CDU, CSU betrifft, liebe Annegret Dier, glaube ich, da haben wir beide auch ganz bewusst versucht, die Unionsschwestern wieder zusammenzubringen, nicht alte Fehler zu wiederholen, sondern im Gegenteil, eine kraftvolle, einheitliche Position zu haben. Das hat man heute und gestern wirklich auch gespürt, ein gemeinschaftliches Bewusstsein für die Zukunft. Zweitens, das sage ich jetzt ganz bewusst als Ministerpräsident, wir haben ja zu den Sachsen ganz enge Beziehungen. Zu den Brandenburgern arbeiten wir an den Beziehungen, aber zu den Sachsen haben wir sehr enge Beziehungen. Ich sage das ausdrücklich. Zunächst mal sind es ein Freistaat. Das ist die Besonderheit, die wir haben, auch was das Selbstbewusstsein, Identität der Regionen betrifft. Aber wir haben auch seit Jahren eine sehr enge Zusammenarbeit. Und ich möchte es ausdrücklich sagen, ich glaube, dass wir jetzt bei den Wahlen, die in einer Woche stattfinden, da kommt es einfach auf den Ministerpräsidenten an. Und Michael Kretschmer ist jemand, der nicht nur sein Land gut führt, sondern der auch weit über Sachsen hinaus, wenn ich das sagen darf, auch im Bundesrat unter den Bundesländern eine führende Rolle einbringt. Er ist da mit der stärkste Ministerpräsident aus den neuen Ländern, ist das Sprachrohr auch für uns als Partner für wichtige Fragen. Ich dachte an die Themen Föderalismus beispielsweise. Und deswegen auch ganz persönlich, da, wenn man sieht, wie sich unsere Parteienlandschaft zersplittert, es gibt ja in Sachsen außer ihm keinen, der Ministerpräsident werden will, richtig. Da kommt es darauf an, dass jetzt auch mal in der ganzen Woche nochmal klar wird, dass es eine Bündelung braucht, damit auch er und dass dieses Land weiter stark bleiben kann. Das ist unser Anspruch, wo wir auch mithelfen wollen, als Partner und benachbarte Freunde. Das, was wir an diesen zwei Tagen auch gemacht haben, ist ein Stück weit Orientierungsarbeit zu leisten. Ein verunsicheres Land braucht Orientierung und das wollen die Union gemeinschaftlich geben. Wir brauchen einen Matchplan für die Zukunft. Und zwar unabhängig davon, wie sich gerade der Koalitionspartner fühlt und welche Schleifen auf den Regionalkonferenzen gedreht werden und wie tief dann auch jeweils in die ideologische Partei in eine Mottenkiste gegriffen werden soll, um mögliche Delegierte oder auch Mitglieder zu beeindrucken für ein inneres Verfahren. Wir müssen uns orientieren, was die Zukunft bringt. Deswegen ein Matchplan, der zum einen darin besteht, dass wir ganz klar sagen, nicht nur, dass wir festhalten an der schwarzen Null, sondern dass wir auch Steuererhöhungspläne ablehnen, und zwar grundlegend. Also egal, wie man jetzt die Vermögenssteuer nochmal dreht und wendet, sie ist, und das haben ja viele Kommentatoren auch beschrieben, das falsche Instrument zur falschen Zeit. Das falsche Instrument zur falschen Zeit. Sie wird die Konjunktur eher belasten, sie wird keinen positiven Effekt haben. Und wenn wir jetzt eher überlegen müssen, Konjunktur zu stützen, anstatt sie zu schwächen, ist es auch völlig aus der Zeit, eine solche Debatte jetzt zu führen. Im Gegenteil, wir brauchen eine Steuerreform, die Mitte und Mittelstand entlastet und die Motivationskräfte weckt. Und deswegen wird es für uns ganz entscheidend sein, dass wir bei dem zweiten großen Thema, das uns die nächsten Wochen auferlegt ist, wir hoffen jetzt, dass die Wahlen in Brandenburg und Sachsen Schub bringen, auch für die Bevölkerung. Aber wir werden dann ja im September dann das Klimathema haben. Und da werden wir uns genau überlegen, wie wir Klimapaket mit Konjunkturinnovation verbinden können. Darin liegt die besondere Chance auch darin. Deswegen sind wir gegen eine CO2-Steuer, glauben, dass es andere Instrumente gibt. Deswegen glauben wir, dass wir Entlastungen bei EEG, bei Stromsteuer, bei Verbesserung der Pendlerpauschale eben ein Angebot machen an Bürger und keine Bestrafungen leisten können. Denn das ist das, was zu anderen unterscheidet, wenn man insbesondere an Grüne und andere denkt, die am Ende hängen bleiben bei ihren klassisch uralten Ideen, nämlich zu verbieten, umzuerziehen oder Verbote auszusprechen. Deswegen wird es jetzt eine echte Bewährungsprobe auch im September werden, das kann man schon so sagen. Aber ich bin optimistisch, weil wir da im Gleichklang sind, im sehr guten Miteinander, auch über Arbeitsgruppen und auch, glaube ich, wir beide persönlich, um da einen echten Impuls zu setzen. Deutschland kann bei Cleantech einen Beitrag leisten und damit bin ich beim letzten Punkt, auch für die neuen Länder. Wir müssen uns schon natürlich überlegen, wie wir in den nächsten Jahren in Deutschland uns gemeinsam stärken. Ich glaube, dass es auch dadurch geht, indem wir Sonderregionen etablieren, indem wir Behördenverlagerungen machen, indem wir ganz bewusste Strukturinvestitionsstärkung machen, damit wir überall in allen Regionen Signale setzen. Das, was aus meiner Sicht offenkundig ist, dass zu viele Parteien sich nur mit dem Gestern beschäftigen und zu wenige mit der Zukunft. Und AfD und andere reden immer nur, wie es mal irgendwie hätte sein können, haben überhaupt kein Angebot für die Zukunft. Und in unserem Gepäck
da liegen die Angebote für die Zukunft. Und diesen Grundoptimismus, den müssen wir zeigen. Wir müssen optimistisch an Probleme rangehen und nicht ängstlich. Und das haben wir, glaube ich, an diesen zwei Tagen wieder gezeigt. Und deswegen nochmal Dankeschön an alle Beteiligten und viel Kraft und Mut. In der letzten Woche wird viel entschieden. Ich habe das letztes Jahr auch erlebt als Kandidat. Da waren die Umfragen noch nicht so optimal. Aber in der letzten Woche wird sich zeigen, da kommt sozusagen auf den MP an. Und das ist gerade für Sachsen eine Riesenchance und eine Möglichkeit, erfolgreich zu sein. Viel Erfolg. Danke, Herr Kretschmer, bitte. Ja, meine Damen und Herren, dieses Wochenende hat ja begonnen schon mit einem Treffen mit den Beschäftigten der IGBCE. Für mich ein ganz wichtiger Termin. Die Führung der CDU Deutschlands zum Gespräch mit den Kumpeln aus dem Revier. Und das klare Bekenntnis, wir wollen, dass dieser Kohlekompromiss umgesetzt wird, dass wir zuerst neue Arbeitsplätze schaffen, bevor Altes aufhört. Und das war für die Mitarbeiter unglaublich wichtig. Es ist ein Projekt, an dem wir jetzt hier im Freistaat Sachsen ja seit über einem Jahr arbeiten und konkrete Idee haben, wie es werden kann. Aber wir brauchen diesen Rückenhalt und wir brauchen diese Verlässlichkeit. Deswegen war dieses Gespräch und auch heute Morgen der Termin nochmal bei den Demonstranten sehr wichtig. Ansonsten ist es so, in den vergangenen Monaten ist des Öfteren darüber gesprochen worden, über vernachlässigte Regionen und haben Sie denn eine Chance? Das Gespräch heute hat auch diesen Charakter gehabt. Wir wollen keine Region aufgeben und wir werden keine aufgeben, sondern wir haben Ideen, wie man Regionalentwicklung betreiben kann, wie wirtschaftliche Dynamik entstehen kann. Das ist ja das, was wir auch im Freistaat Sachsen jetzt seit 18 Monaten sehr konsequent betreiben. Der ländliche Raum ist ein Raum der Zukunftschancen. Wir investieren in Breitband, in den öffentlichen Personennahverkehr, in den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und es wird jetzt darum gehen, wie wir schneller und zügiger Verkehrsinfrastruktur bauen können. Wir haben über Vorschläge gesprochen für ein Planungsbeschleunigungsrecht, selbstverständlich für den Strukturwandel, aber im Grunde genommen für ganz Deutschland. Es muss schneller gehen. Wir können uns das nicht erlauben, dass 20, 25 Jahre vergehen, bevor Straßen gebaut werden. Wir haben über Reallabore und Innovation gesprochen als Treiber von Innovation in den neuen Bundesländern und zielgerichtet in den Regionen, die eben einen Nachholbedarf haben. Das ist das, was ich auf der inhaltlichen Ebene für richtig halte, dass man nicht nur Probleme beschreibt, sondern dann auch Lösungen hat. Die CDU, CSU ist in der Bundesregierung derzeit der verlässliche Part in einer Regierung, die immer mehr auseinanderstrebt und auch viele Irrungen und Wirrungen hat. Ich hoffe sehr, dass es auch genauso bleibt. Wir müssen gerade in dieser Zeit Stabilität, Ruhe und Seriosität ausstrahlen und konkrete Antworten geben. Und da war das, was wir gerade auch noch mal gehört haben zum Klimaschutz, genau auch auf meiner Linie. Nicht mit Verboten, nicht mit Einschränkungen, neuen Steuern, sondern mit Innovation und neuen Möglichkeiten. Am Ende muss das, was wir hier tun, dazu führen, dass wir einen Beitrag für den Klimaschutz leisten, in dem weniger Energie, weniger CO2 gebraucht wird, aber dabei neue Produkte entstehen, die in die Welt exportiert werden können. Das war die Stärke Deutschlands in den vergangenen Jahrzehnten und das muss diesmal genauso werden. Das ist der Unterschied zu anderen Parteien, die eher mit den Verboten kommen. Vielen Dank, Herr Senfti. Vielen Dank. Zuallererst möchte ich mich herzlich bedanken, dass wir in den letzten beiden Tagen Sitzungen hatten der Präsidien von CDU-CSU. Das ist ein starkes Signal. Deswegen herzlichen Dank, liebe Annegret Kramp-Karrenbauer und lieber Markus Söder, dafür, dass wir auch hier vor Ort gemeinsam darüber gesprochen haben, was Brandenburg und Sachsen, aber auch Deutschland in den nächsten Jahren ausmachen soll. Und ich will darauf hinweisen, wir haben in wenigen Tagen Landtagswahl auch in Brandenburg und ich spüre zwei Sachen, insbesondere natürlich geht es um Vertrauen. Politik hat in den letzten Jahren dann doch etwas an Vertrauen auch eingebüßt. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen, muss man auch entsprechend erwähnen. Und jetzt geht es darum, dass wir auch in Brandenburg am 1. September zeigen, dass wir verstanden haben, dass wir zuallererst nicht einfach nur Versprechungen machen, sondern dass wir uns mit klaren Zukunftsaussichten an die Menschen wenden, wenn es darum geht, auch Zukunft zu gestalten. Und Punkt 2, wir sind im Jahr 30 nach dem Mauerfall. Und es geht auch ein Stück weit um eine Richtungsentscheidung, dass wir es nicht zulassen, dass die Falschen einen Verrat begehen an der friedlichen Revolution vor 30 Jahren. Mit ihren Aussagen, mit ihren Plakaten, mit ihren Äußerungen ist es klar auch ein Verrat an der friedlichen Revolution, die wir geschafft haben vor 30 Jahren, an dem Wiederaufbauprozess, den wir geschafft haben. Und jetzt geht es darum,
wo geht Brandenburg, Deutschland, Sachsen im nächsten Jahrzehnt auch hin? Und deswegen will ich da auch ein Stück weit für uns in Brandenburg einen klaren Schwung setzen. Wir haben im Landtagswahlkampf, das gilt auch für andere Länder, glaube ich, drei Schwerpunktthemen. Und das ist auch etwas, was uns in Deutschland herausfordert. Ich will deutlich machen, dass bei allen Zukunftsfragen Bildung das allerentscheidendste Thema ist. Es geht um die Frage, wie viele Chancen in der Zukunft haben unsere Kinder durch eine gute Bildungspolitik. Und da will ich jetzt mal das Bayern-Beispiel und Sachsen-Beispiel aufgreifen. Seit Jahren, Jahrzehnten liegen beide Länder im Bildungsvergleich vorn. Und Brandenburg teilt sich mit Berlin und Bremen regelmäßig die rote Laterne. Und das wollen wir ändern. Endlich raus aus Experimenten im Bildungsbereich in Brandenburg und vor allen Dingen auch freie Fahrt für mehr Lehrer an den Schulen gegen Unterrichtsausfall. Und vor allem müssen wir auch mehr machen für Berufsschulen, damit die Fachkräfte auf dem Ausbildungsmarkt da sind, hinterher auf dem Arbeitsmarkt da sind und nicht nur Akademiker, die wir letztendlich auch brauchen, aber nicht allein nur. Wir müssen zweitens dafür sorgen, dass Länder wie Brandenburg, Flächenländer, dass sie in allen Regionen wachsen können. Wir haben gerade bei uns die Herausforderung, dass um Berlin herum ein Speckgürtel sich immer mehr auch entwickelt, das Wachstum schon fast an den Grenzen kommt der Möglichkeiten. Und wir haben Regionen, die fühlen sich vernachlässigt. Und deswegen habe ich auch an dem Beispiel von Bayern, darüber haben wir auch diskutiert, klar gesagt, wir wollen auch in Brandenburg mehr dezentralisieren, Behörden, Standorte, Forschungseinrichtungen dahin geben, wo Menschen im ländlichen Raum auch einen Anspruch darauf haben, dass sie vor Ort gute Zukunftschancen finden. Und das ist ein wichtiger weiterer Punkt. Und drittens geht es um den Infrastrukturausbau. Wir sind ja nicht nur in der Energiepolitik vor einer Klimafrage, sondern auch in anderen Bereichen. Und ich kann nur sagen, die Menschen wollen umsteigen vom Auto in die Bahn. Also müssen es auch können. Und das können sie momentan eben nicht. Wir haben die Pendlerregion Nummer 1 in Deutschland, 300.000 Pendler jeden Tag zwischen Berlin und Brandenburg. Wachstum pro Jahr 10-20%. Und deswegen sage ich, wenn wir in Deutschland 10-15 Jahre brauchen, ehe wir von der ersten Idee über die Planung hin zum ersten Zug das verstreichen lassen, dann werden wir mit den Dingen nicht Schritt halten können. Und deswegen müssen auch Parteien wie die Grünen, wenn sie sagen, wir wollen eine Veränderung auch in der Klimabilanz, dann auch mit uns gemeinsam darüber nachdenken, wie wir bei Planungsvereinfachungen in Deutschland vorankommen. Das gilt für Brandenburg, das gilt für Berlin, Sachsen und ganz Deutschland an der Stelle. Und letzter Punkt war auch ein Thema in den letzten beiden Tagen. Wir sind ja in Deutschland vor der großen Herausforderung, auch die Digitalisierung gestalten zu wollen. Wenn man aber heute nicht mehr telefonieren kann, auf jedem Dorf, in jedem Zug, in jedem Auto, dann kann man auch feststellen, es ist eben nicht so weit, wie wir uns das vorgestellt haben. Deswegen wollen wir in Brandenburg die Funklöcher stopfen, die wir noch haben. Und dazu brauchen wir natürlich auch die Bundesebene mit finanziellen, aber auch anderen Voraussetzungen. Das sind die Aufgaben für Brandenburg. Und deswegen, es ist ein enges Rennen bis zum Sonntag. Wir haben noch eine ganze Reihe von unentschlossenen Wählern, 40% laut Umfragen. Und um die werden wir natürlich werben. Und deswegen waren diese beiden Tage für uns großartig. Und deswegen mal herzlichen Dank an alle, die mit dabei waren und uns Gelegenheit gegeben haben, auch als Brandenburger hier uns einbringen zu dürfen. Vielen Dank, dann kommen wir zu Ihren Fragen. Bitte sagen Sie dazu, an wen sich die Frage richtet. Die erste geht an Frau Küffner, erste Reihe, vorne rechts. Ja, Michaela Küffner, Deutsche Welle. Frau Kramp-Karrenbauer, ich wollte nachfragen, Herr Hüther ist ja nicht der einzige Wirtschaftsexperte, der die schwarze Null in Zweifel zieht. International wird Deutschland geradezu Masochismus vorgeworfen, dass man nicht die schwarze Null in Frage stellt und ein massives Investitionsprogramm startet, jetzt wo es sich andeutet, dass es zur Rezession kommen könnte. Haben Sie sich ein Stück weit offensichtlich nicht überzeugen lassen, aber es ist die Rede von Sonderwirtschaftszonen, es ist die Rede von notwendigen massiven Investitionen, gerade was alternative Energien angeht. Ist es eigentlich nur eine Frage des Timings, bis Sie jetzt ein Programm auflegen werden? Oder ist es auch eine Frage, unter welcher Fahne das vorgeschlagen wird, zum Beispiel bei erneuerbaren Energien? Michael Hüther hat heute noch mal sehr deutlich gemacht, dass es ihm überhaupt nicht darum geht, dass wir in eine neue Verschuldungsspirale hineinkommen, wenn er von diesem Thema Deutschlandplan redet. Und viele, die heute von der Aufgabe der schwarzen Null reden, reden genau davon. Die reden nicht von Investitionen, sondern die wollen die schwarze Null sozusagen aufgeben, damit sie das Geld in konsumtive Aufgaben, in soziale Fragen, in andere stecken können. Das, was wir über viele Jahre und Jahrzehnte ja auch erlebt haben. Und das wollen wir nicht. Das ist solide Finanzpolitik, das zeichnet uns aus, die wollen wir beibehalten. Wir haben heute mit ihm sehr ernsthaft darüber gesprochen, was wir an Investitionsbedarfen haben, was Investitionen und Innovationen hemmt. Das ist die Frage, dass wir, das hat er nochmal sehr deutlich gemacht,
eine unterschiedliche Finanzierungsstruktur haben mit Blick auf die Frage, wo liegen die Strukturbedarfe auch der sich veränderten Wirtschaft im Rahmen der Digitalisierung, dass wir eine spezielle Entwicklung der Realzinsen haben. Und er hat dazu Ideen entwickelt, wir haben uns darüber unterhalten, aber das bedeutet nicht, und das hat er ausdrücklich auch in der Sitzung heute nochmal klar gemacht, das bedeutet für ihn ausdrücklich nicht, dass man das Prinzip einer soliden Finanzpolitik, die im Grunde genommen Schulden als vorbeugende Sozialpolitik versteht, auch die Deutung hatten wir ja mal bei dem einen oder anderen in der SPD, dass er das ausdrücklich nicht damit meint. Insofern gibt es an diesem Punkt auch keinen Dissens zwischen seinen Ideen und dem, was wir als CDU und CSU wollen. Zweite Frage an Frau van Ackere, Mitte, zweite Reihe. Herr Söder, Sie nannten das Stichwort Steuerreform und meinen ja offenbar eine Unternehmenssteuerreform. Haben Sie da eine Vorstellung vom Zeitplan? Sind Sie da optimistisch, dass Sie das noch in dieser Koalition hinbekommen? Gut, Optimismus und diese Koalition ist immer wichtig, das ambitioniert zu sehen und das zusammenzubringen. Ich sage es mal so, also Vermögenssteuer kommt auf keinen Fall. Wir haben jetzt den Abbau des Soli in einem ersten Schritt gemacht. Da muss ein weiterer folgen als Signal. Wir brauchen eine Steuerreform, die mehrere Elemente hat. Das werden wir auch mit Klima verbinden, Absenkung der Stromsteuer beispielsweise. Meiner Meinung nach müssen wir dringend auch überreden, wie wir Investitionen in Energieeffizienz und in Gebäudesanierung, wie wir das steuerlich begleiten, weil das wird einen riesigen Konjunkturimpuls auslösen. Und bei der Unternehmenssteuer müssen wir am Ende schauen, dass sie international wettbewerbsfähig ist, nachdem Frankreich und USA und andere die Unternehmenssteuer massiv senken. Das ist eine der Anschlussfragen, nicht nur Investitionen, sondern wie ist die Wettbewerbsfähigkeit. Und wir werden dazu die Vorschläge machen, da deutlich runterzugehen und auch in die Diskussion einzutreten. Was wir jetzt auch tun werden, ist neben der Frage, wo erzielen wir jetzt den Kompromiss im September mit SPD, schon auch die langfristige Entwicklung zu sehen. Kommt es vielleicht nicht im September, kommt es langfristig. Wir müssen jetzt unsere inhaltlichen, intellektuellen Grundlagen legen, um dauerhaft zu überlegen, wie wir Deutschland in den nächsten Jahren voranbringen können. Das ist, glaube ich, jetzt das Entscheidende. Die Konzepte werden wir jetzt gemeinsam im zweiten Halbjahr arbeiten und dann auf den Weg bringen. Eins wollte ich noch ergänzen, weil ich das vorhin etwas vergessen habe. Ich wollte auch noch mal ein Kompliment machen an Herrn Senftleben geben, weil wir haben ja nicht so viel miteinander bislang zu tun gehabt. Und Bayern und Brandenburg ist jetzt, sagen wir mal, auch ein bisschen auseinander. Aber ich komme gerne nach Bayern zum Urlaub machen. Ja, das ist schon mal gut. Also, Geld bei uns lassen Sie immer gut. Nein, ich wollte ganz ehrlich sagen, Sie haben einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Das wollte ich mal ausdrücklich sagen, in den letzten beiden Tagen doch mit sehr präzisen, klugen Vorstellungen, wie Brandenburg sich entwickelt. Und mein Gefühl, ich kann mir Ratschlag von außen nicht geben, ist aber, dass jetzt hat Rot-Rot ja nicht wirklich erkennbar funktioniert da. Ob das jetzt einen Sinn macht, dass man das noch einmal fortsetzt und verschlechtert oder nicht mal eine wirklich Alternative macht, kann nur sagen, ich habe da ein echtes alternatives Konzept empfunden, wollte ich außerdem mal sagen. Hat uns auch beeindruckt von der CSU und das gehen wir auch gerne noch mal weiter und wieder. Danke sehr. Letzte Reihe, Herr Schwarzen. Ralf Schemel von Welt. Frage an die beiden Parteivorsitzenden. Die Sozialdemokraten arbeiten jetzt ja konkret an Plänen, die Vermögenssteuer wieder einzuführen in irgendeiner Form. Da werden auch heute parallel zu dieser Veranstaltung konkretere Pläne vorgestellt, Details. Wie stehen Sie beide dazu? Ja, ich glaube, dass die Parallelität der beiden Veranstaltungen, unserer Klausurtagung und dessen, was die SPD gerade berät, deutlich macht, wo der große Unterschied zwischen den Sozialdemokraten und uns liegt. Sozialdemokraten schauen auf die Zukunft und geben Antworten, die schon in der Vergangenheit nicht funktioniert haben. Und wir schauen auf die Zukunft und geben Antworten, die für die Zukunft passen. Das ist eine ganz andere Einstellung. Und ich kann nur das unterstützen, was Markus Söder eben gesagt hat. Es geht nicht darum, dass wir Steuern erhöhen. Es geht nicht darum, dass wir Vermögensteuer einführen. Es geht darum, wo wir entlasten können, wo wir anreizen können. Das ist unser Punkt, an dem wir arbeiten werden. Und das ist ein diametraler Unterschied zur SPD. Vermögenssteuer machen wir nicht. Es ist ja schon so oft in Deutschland diskutiert. Und Sie alle haben ja in verschiedenen Berichterstattungen das Thema auch aufgegriffen und haben dargestellt, warum es abgeschafft wurde, dass es nicht funktioniert, dass es auch nicht das Problem derzeit löst, in dem unser Land möglicherweise sich befindet oder befinden könnte. Ich finde auch beeindruckend, dass nicht der Bundesfinanzminister den Vorschlag macht, der den Apparat und die Möglichkeiten hat, so ein Konzept vorzustellen, sondern es irgendwo ganz anders gemacht wird. Ich denke, das ist auch sicherlich innerparteilichen Prozessen geschuldet. Das ist auch zulässig, muss ich jetzt ausdrücklich dazu sagen. Kein Vorwurf, aber wir müssen es ja nicht machen. Und Vermögenssteuer werden wir sicherlich nicht machen. Herr Kahn, zweite Reihe.
Frau Kramp-Karrenbauer, wie beurteilen Sie denn die Ankündigung Ihres Parteifreundes Maaßen, nicht länger für den Wahlkampf der Union in Sachsen zur Verfügung zu stehen? Zuerst einmal ist dazu auch von mir, glaube ich, sehr deutlich etwas gesagt worden, ja auch von den wahlkampfführenden Verbänden selbst. Und ich habe eben ganz deutlich gesagt, in Sachsen geht es nächste Woche genauso wie in Brandenburg um Zukunft. Und damit haben wir uns heute und gestern auch auf der Klausurtagung befasst und mit nichts anderem. Mhm. Herr im blauen Anzug, vorletzte Reihe. Ja, Abend groß, Mitteldeutscher Rundfunk. Fällt das CDU-Mikrofon leicht runter. Frage an Frau Kramp-Karrenbauer. Sie haben draußen gesagt zu den Kohlekumpels, es muss Anpassungsregelungen geben. Welche konkret meinen Sie? Also ich habe ja selbst als ehemalige Ministerpräsidentin eines Kohlelandes Erfahrung mit dem Ausstieg aus der Steinkohle. Und für diejenigen, die davon betroffen sind, und das sind eben insbesondere die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ist das der wichtigste Punkt, dass sie auf einen festgelegten Prozess vertrauen können. Und mit Blick auf die Steinkohle hatte das zwei Aspekte. Das eine war der Aspekt sozusagen der sozialen Anpassung. Das ist der alte Spruch, keiner fällt ins Bergfreie. Und das ist sicherlich auch etwas, was für die Braunkohle auch gelten muss. Aber für die Bergleute ist immer wichtig, dass es nicht nur um die Frage geht, was mit ihren Arbeitsplätzen ist, sondern es geht ihnen vor allen Dingen auch darum, ob es in Zukunft Arbeitsplätze für ihre Kinder gibt, auch in dieser Region. Und deswegen ist die Frage des Strukturwandels genauso wichtig. Und dazu brauchen wir einen fest vereinbarten Plan, einen Zeitplan, feste Maßnahmen. Dazu dienen ja gerade auch die entsprechenden Gesetze, die den Kohlekompromiss, wie er gefunden worden ist, entsprechend umsetzen wollen. Und über die Einzelheiten werden wir jetzt reden. Aber ich kann nur noch einmal sagen, die Grundwährung, mit der wir reden, und die darüber entscheidet, ob der Strukturwandel, dieser Prozess, der jetzt ansteht, am Ende des Tages ein erfolgreicher sein wird, ist die Grundwährung Vertrauen. Und die Menschen werden dieses Vertrauen nur entwickeln, wenn sie wissen, es gibt sozial abgefedert diesen Prozess und es gibt ihn mit parallel aufwachsenden Zukunftschancen. Und das ist die Aufgabe, die Bundespolitik hat, die Aufgabe, die hier Landes- und Regionalpolitik hat. Und ich bin sehr froh, dass wir uns darüber auch gemeinsam einig sind. Und das treiben wir jetzt voran. Sonderwirtschaftszonen sind vom Tisch? Sonderwirtschaftszonen haben etwas mit der Frage von Strukturwandel zu tun. Mhm. Und das ist zum Beispiel die Frage, ob wir für die Gebiete hier in der Lausitz, ob wir für Mitteldeutschland oder für die anderen Gebiete, auch im Übrigen in Nordrhein-Westfalen, Gebiete definieren können, wo Planungsverfahren schneller gehen, wo Genehmigungen schneller ausgesprochen werden kann, mhm. wo man im Übrigen auch etwas ausprobieren kann, was dann sinnvollerweise auch für ganz Deutschland genutzt werden könnte. Denn ehrlich gesagt, ich habe nicht den Eindruck, dass wir in Deutschland darunter leiden, dass unsere Verfahren zu lange oder zu kurz sind, sondern eher, dass sie zu lange dauern. Also wenn man es irgendwo ausprobieren kann und sagen kann, das geht auch, ohne dass uns da alles zusammenbricht, dann ist das auch ein gutes Beispiel, um es auszurollen. Das wäre eine klassische Win-Win-Situation und genau an diese Dinge denken wir auch. Ich habe noch zwei Fragen auf der Liste. Die erste geht an Herrn Feldhoff und dann die Dame neben Herrn Feldhoff. Frau Kramp-Karrenbauer, Herr Kretschmer, Sie haben viel mit den Bergleuten in den letzten beiden Tagen geredet. Zwei Veranstaltungen quasi heute Morgen nochmal. Die Vorsitzende hat gerade noch mal von einem festgelegten Zeitplan geredet, den es ja mit dem Kohlekompromiss gibt bis 2038. Haben Sie das Gefühl, dass Sie in den Gesprächen in den Präsidiumssitzenden dem bayerischen Ministerpräsidenten erklären konnten, warum dieser Zeitplan, so wie er jetzt da ist, wichtig ist und dass sein Vorschlag von 2030 möglicherweise für den Wahlkampf nicht so ganz produktiv ist? Ja, der bayerische Ministerpräsident ist eine eigenständige, große und wie man jetzt auch sieht, starke, schwergewichtige Persönlichkeit in der deutschen Politik und ist jemand, mit dem man über solche Dinge sehr klug sprechen kann. Ich glaube, dass wir gar nicht weit auseinander sind, weil was wir erleben, ist eine Treppe zum Ausstieg. Das muss man vielleicht auch ab und zu noch mal sagen. Es geht nicht darum, dass von heute an gesehen bis 2038 nichts passiert, sondern wir werden in den nächsten Jahren sehr, sehr viele Abschaltungen von Atomkraftwerken und dann auch von Braunkohle-, Steinkohlekraftwerken haben. Das ist ja auch vollkommen klar und auch mehr oder weniger schon vereinbart. Es beginnt in Nordrhein-Westfalen. Wir haben dann in Brandenburg Abschaltungen. Und es geht um einige wenige Blöcke, die in denen wirklich auch
besonders schwierigen Regionen sind, wo die Strukturentwicklung eben auch in seine Zeit brauchen wird, weil beispielsweise da erstmal Straßen gebaut werden müssen, ICE-Verbindungen hingelegt werden müssen. Und wenn man das sieht, dann glaube ich, bricht niemanden einen Zacken aus der Krone, wenn die letzten Blöcke dann eben vielleicht 38 auslaufen. Dass man sich es anders wünscht und vorstellen kann, dafür habe ich Verständnis. Ich bin natürlich sehr nah dran. Ich sehe in diesem Strukturwandel eine große Chance für auch meine eigene Heimat, die Lausitz. Aber man muss eben die Bedingungen auch so bekommen, dass man erfolgreich sein kann. Und das, was wir in den Eckpunkten aufgeschrieben haben, ist das. Jetzt muss das Ganze übertragen werden in ein Strukturwandelgesetz. Das Gesetz ist vergangene Woche gekommen. Wir arbeiten jetzt alle daran, Dinge, die da noch zu verändern sind, noch zu verbessern sind, zu konkretisieren sind, einzuarbeiten. Und dann kann es ins Bundeskabinett gehen, dann kann es in die parlamentarische Beratung gehen. Und dann haben wir zum 1. Januar, denke ich, eine gute Grundlage, um mit dieser Arbeit beginnen zu können. Und es ist schon so, es ist eine riesige solidarische Leistung. Es sind 40 Milliarden Euro dann am Ende, die Deutschland insgesamt aufbringt. Und das ist ja nicht der Bund in dem Sinne, sondern es sind wir alle, auch alle Bundesländer. Deswegen die Diskussion darüber ist vollkommen legitim und richtig. Und ich glaube, dass wir uns da auch aufeinander zubewegen können. Ich würde die Frage mal aufgreifen wollen, weil ich glaube, dass wir eines jetzt mal endlich machen müssen. Nicht dieses Datum, was am Ende erreicht werden soll, Mittelpunkt zu stellen, sondern den Anfang der Strukturentwicklung weiter zu diskutieren. Wir haben im letzten Herbst einen Kraftwerksbau in Jenschwalde abgeschalten. Damit waren 600 Jobs verbunden. Und die Menschen haben deshalb kein Vertrauen in das, was wir jetzt vorhaben, weil die 600 Jobs weggefallen sind, ohne dass es irgendeine Möglichkeit gab, die irgendwo anders zu ersetzen. Da hat weder das Land Brandenburg unter Rot-Rot, noch hat der Bund dafür aus meiner Sicht ausreichend etwas getan. Und deswegen ist es jetzt wichtiger zu sagen, wo starten wir eigentlich, wo wollen wir eigentlich hin und nicht so sehr, wo wollen wir am Ende dann vielleicht auch vom Datum her hinkommen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den wir uns auch gemeinsam als Ziel gesetzt haben. Ich kann für Brandenburg sagen, auch eine klare Aussage für den Fall, dass wir die Regierung in Brandenburg bilden, gilt die Zusage, dass wir kein Dorf mehr für die Braunkohle abackern werden. Auch das muss wichtig sein, dass Menschen nicht mehr aus der Lausitz wegziehen müssen, weil sie ihr Heimatdorf verlieren. Und auch das ist etwas, was wir gemeinsam anstreben wollen. Auch das ist eine Aussage, die wir gemeinsam in Brandenburg vorhaben. Daniela Karls, Mitteldeutscher Rundfunk. Herr Kretschmer, Sie haben ja schon öfter gesagt, dass Sie die Regelung im Kohlekompromiss gerne auch in einem Staatsvertrag festgehalten haben wollen. Haben Sie da die Unterstützung im Präsidium erfahren? Also eigentlich auch die Frage sozusagen an die anderen, unterstützen Sie das mit dem Staatsvertrag? Wir haben jetzt nicht explizit darüber gesprochen, aber es ist eine der Punkte, die mit denen gerade mit der Bundesregierung sehr intensiv gesprochen wird. Wie kann man das Ganze für die kommenden zwei Jahrzehnte absichern, wissend, dass sich politische Konstellationen, Persönlichkeiten verändern werden? Und wir sind da noch nicht am Ende. Darüber wird gerade intensiv diskutiert. Ich habe keine weiteren Fragen mehr auf der Liste. Bedanke mich für Ihr Kommen. Vielen Dank. Dankeschön.